Ja, hallo, raus aus Logisim und back to Minecraft nach einer etwas längeren Auszeit. Hier das neue CPU-Tutorial. Ich werde heute anfangen, den Assembler hier in Minecraft umzusetzen. Ich habe da oben schon angefangen, da will ich aber noch nicht hoch. Jedenfalls orientiere ich mich am Opcode meiner 16-Bit ASM-CPU1. Das Video ist in der Beschreibung verlinkt und ihr seht es jetzt nochmal eingeblendet. Da könnt ihr draufklicken, es wird sich ein neuer Tab öffnen und ihr werdet das Infovideo zur ASM CPU 1 sehen. Ist relativ gut erklärt, was sie macht, wie sie es macht und warum sie es macht. Der Opcode ist einfach, ist 16-Bit, aber hat leider nur 8-Bit Zahlen, was aber völlig ausreicht. Ich meine, Minecraft, hallo, brauchen wir eh nicht so viel. Von daher gesehen nehmen wir die ASM CPU 1. Es wird sich nicht sonderlich viel ändern. Es bleiben vier Register, Adressregister und so weiter. Lustige Änderung, es kommt ein Stack, also ein richtig schöner, feiner Stack dazu. So. Was wir heute machen, ist der MOV-Befehl, weil der grundlegende Befehl der Registersteuerung, den grundlegenden Befehl der Registersteuerung darstellt. Im normalen Assembler gibt es immer den Move und den ganz normalen Move-Befehl, also Move AX15 würde auch gehen. Hier geht aber nur Move-Register-Register, nicht Move-Register-Zahl. Mit der ASMX311, das ist eine 32-Bit CPU, die werde ich nicht in Minecraft bauen. Mit der ist das Problem gefixt. Da kann man einfach Zahlen reinverschieben. Aber in der ASM CPU 1 und ASM CPU 2 gibt es separate Befehle. Move und Move N für Move Number. Also separat Register verschieben und Zahlen in Register reintun. So. Das ist das, was wir heute bauen werden. Also was ich jetzt hier schon gebaut habe, was ihr bauen sollt. Das Lila hier unten sind D-Flip-Flops, also ein Register, besteht aus 8-Bit. Hier irgendwo, hier. Diese Half-Steps markieren die Trennung. Etwas komisch, aber binär gezählt richtig ist. Hier ist das erste Register, also das Nullte, das AX. Hier ist das zweite, das BX. Hier ist das dritte, das DX und hier ist das vierte, das erste AX, zweite BX, dritte CX, vierte DX. So, jetzt habe ich's. Was hier jetzt ein bisschen groß aussieht, ist einfach nur viel, viel Bus. Wirklich viel Datenzeugs. In Logisim hat man den Vorteil, man zieht eine Leitung, einen Bus und kann dann festlegen, aha, der transportiert jetzt 8-Bit. Das heißt, es ist ein Modul. Der Bus, den kann man aufklappen und innen drin wären dann 8 separate Leitungen. Minecraft geht das natürlich nicht. Was bedeutet, dass wir eben diese fetten Busse legen müssen. Also in Logisim wären das 4 Striche, in Minecraft sind es halt eben 32. So, jedenfalls haben wir dann unsere 4 Register. Die Outputs kommen alle einzeln. Nicht vergessen, dass hier die binäre 1 ist. Hier die binäre 2, 4, 8, 16 und so weiter. Schön markiert sind die Busse auch. Orange ist AX, schwarz-grau ist BX, rosa CX und gelb DX. Jedenfalls führt ihr alle Busse zu einem Bit-Selector, zu einer Auswahlschaltung. Und zwar sind das wieder viele kleine Haufen AND-Gates. Und was ihr macht, Fraps hat mal richtig klassisch abgekackt. Ja, was ihr macht, jeder Output von jedem Register, also nehmen wir mal die gelben, das wäre jetzt unsere eine 8-Bit-Leitung, die wird ausgewählt und auf den Datenbus hier, den blauen, gelegt, wenn die zwei Source-Bits Quellenbits auswählen. Bedeutet 00 wäre AX, das heißt die Kombination springt hier hinten an und lässt diese 8 Bits auf den Output-Bus. Die sind jetzt alle 0, also erkennt man es nicht. 0, also Binärzählen wieder. Hier ist die 1, hier ist die 2. 01 wäre jetzt die erste Leitung da hinten. Würde die hier durchkommen und so weiter. Das wäre jetzt CX, das wäre DX. Das ist die Quelle, woraus wir laden, aus welchem Register wir den Wert holen, um ihn in ein anderes reinzuschieben. Das hier ist der Drain, die Destination Bits.
Hier entscheiden wir, wo wir hinschicken. Funktioniert genauso. AX, BX, CX und DX. Was die machen, ist stinkeinfach, einfach nur den Takt von dem jeweiligen Register, den Takt vom jeweiligen Register enablen. Sprich, wenn AX ausgewählt ist, springt der Decoder da hinten an und sagt, aha, AX darf takten. Deswegen funktionieren auch Befehle, was ein bisschen sinnlos ist, move AX AX oder move CX CX. Geht genauso. Das hier ist der taktet alle Register. Die D-Flip-Flops sind alle inverted getaktet, das heißt, sie übernehmen den Wert nur, wenn Takt angeht. Und zwar und nicht dauerhaft. So, was haben wir noch? Ja, dieses Gewulst hier könnt ihr euch als ein großes OR-Gate vorstellen. Alle Outputs, die hier rauskommen, alle, werden immer auf den jeweiligen Bus gelegt. Also der erste Bit jeder einzelnen Leitung, das wäre der hier, der da und der da, werden alle auf denselben Bus gelegt, weil wir davon eben nicht 32 Bits, sondern nur 8 Bits haben, um die wieder in die Register zu senden. So, Demonstration. Wir haben ja noch keinen Move-Number-Befehl, deswegen muss ich die Dinger hier mal manuell setzen. Wir laden jetzt einfach mal den Wert in das DX-Register. So, jetzt können wir hier wieder die normalen Leitungen hinsetzen. Leitungen gesetzt. Und jetzt können wir anfangen. Wir haben jetzt die Zahl 255 oder minus 128, wenn man Zweierkomplement mit einbezieht, in das DX, das hier, geladen. Und jetzt können wir allen möglichen Scheiß damit machen. Wir sagen an, wohin wir es laden sollen und wovon. Wir werden in dem Beispiel jetzt immer vom DX laden. Bedeutet, hier erscheint auch schon der schöne Wert vom DX-Register. Des Weiteren laden wir ihn jetzt in das CX-Register. Das wäre jetzt der Assembler-Befehl. Move into CX von DX. Lade nach CX den Wert DX. Jetzt sollte auch hier die rosane Leitung komplett angehen. Und sie tut's. Die rosane Leitung ist komplett an. Selbe Schauspiel jetzt nochmal mit dem BX-Register. Und auch die schwarz-graue Line geht jetzt komplett an. Jetzt haben wir das AX-Register ganz da hinten noch frei. Da ist noch eine 0 drin. Und von da aus werden wir jetzt alle Register wieder auf 0 setzen. Das heißt, lade von AX, also 0, nach DX. Das DX-Register springt auf 0. Nach CX. Auch das springt jetzt auf 0, wie man sehen kann. Und abschließend noch die schwarz-graue Line, das BX. So, nun ist wieder alles auf 0. Wir sehen, dass die MOV-Befehle funktionieren. Wenn ihr Fragen habt zu einzelnen Schritten oder Bauweisen, dann fragt nach. Noch ein Fraps-Aussetzer. Jedenfalls für die Leute, die noch nicht damit vertraut sind, für die hoffe ich, dass sie was gelernt haben. Für die anderen, die sich schon außerhalb meiner Videos damit beschäftigt haben, hoffe ich, dass ich euer Wissen erneuern konnte, beziehungsweise dass das Video für euch nicht ganz so übertrieben langweilig war. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir den Move-Number-Befehl hinzufügen. Währenddessen könnt ihr euch schon mal über die ASM-CPU 1 erkunden. Link in der Beschreibung und er war am Anfang dieses Videos im Video selbst verlinkt. Jetzt noch ein schönes Making-of. Dauert nur 10 Sekunden und dann verabschiede ich mich hiermit für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssel.